Willkommen zurück zu Gato Roboto! Wisst ihr noch, als ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir vielleicht circa ein Drittel des Spiels durch haben? Tja, ich habe mich gehört, wir sind nämlich jetzt schon fast am Ende des Spiels angelangt. Und das wird uns jetzt auch der Computer bestätigen. Hey Computer, rate mal. Einen Moment, Mensch. Rate, Algorithmus wird kalibriert. Was? Korrekt. Hier ist das Update zu deinem Fortschritt. Alle Gefahren beseitigt. Hurra, jetzt können wir uns endlich das Labor ansehen. Bitte das Passwort eingeben. Ernsthaft? Okay, Kätzchen, immer mit der Ruhe. Ich bin auf so etwas vorbereitet. Lass mich schnell den Passwort-Decoder benutzen. Ich dekodiere. Hallo? Wer ist da? Heiliger Pimpam, was ist das? Bleib zurück, ich warte dich. Bitte nicht! Bitte das Passwort eingeben. Sieht aus, als müsstest du den Decoder zurückholen, Kätzchen. Dein Herrchen ist offline gegangen. Ah! Ja, hier ist schon das Ende des Spiels. Und heute in dieser Folge, statt dem Ende des Spiels nahe zu gehen. By the way, Palette bitte in dem Virtual Cat. Denn jetzt mit diesem Virtual Cat Theme wollen wir ein bisschen Backtracking besteigen. Deshalb gehen wir zurück zum Anfangsort. Denn das ist ja der Nexus. Und wir wollen zum Landeplatz wieder zurückgehen. Der ist nämlich hier oben, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Folge 1. Hier sind wir wieder. Landeplatz. Und zwar fehlt uns ein einziger Raum. Soweit ich weiß, fehlt nur ein Raum und nicht noch mehr. Oh Gott, das ist aber ziemlich rot hier alles. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich dachte erstmal, es wird ziemlich cool, dieser Effekt hier, aber jetzt mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. So, ich habe übrigens auch einen Guide bei mir, damit ich sehen kann, ob ich auch alles habe. Und ich glaube, das haben wir. Okay, das haben wir. Alles klar. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Okay, hier gibt es auf jeden Fall eine Kassette. So, jetzt können wir hier unseren Roboter kurz wiederholen. Ich meine natürlich unseren Mac. Sorry, dass ich immer sage Roboter. Es ist natürlich ein Mac. Ich mache das immer falsch. Tut mir leid dafür. Ist eigentlich jetzt mittlerweile auch schon zu spät. Das ganze Let's Play schon gefühlt ist so gesagt. So, und ich muss auch hin und wieder mal nachgucken. Weil, wie gesagt, ich habe im Hintergrund eine Map für mich offen, damit ich sehen kann, wo alles ist. Ich lasse euch mal die Map, beziehungsweise was ich eigentlich benutze, den Guide in der Beschreibung liegen, damit ihr selber sehen könnt, was ich gerade mache. So, wir versuchen jetzt erstmal nach rechts zu kommen. Das war nämlich der falsche Weg, den ich gegangen bin. Hier müsste eine Abkürzung sein. Dum, da, dum, dum. Ah, hier waren wir schon, oder? Ich meine. Oh, nein, hier ist neu. Eintrag Nummer 2312 der Sicherheitsabteilung. Hier ist Jimbo. Der Doktor ist durchgedreht. Die Sicherheitssysteme wurden modifiziert. Und haben das Personal auf dem Gelände ins Visier genommen. Die meisten meiner Kollegen wurden entweder getötet oder haben sich in eines dieser Dinger verwandelt. Ich fliehe mit einer Fluchtkapsel zur Oberfläche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Rückreise überleben werde. Doch mein Herz wird immer den Küsten von Erde 2 gehören. Ende aus. Okay, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Wenn nein, habe ich es jetzt vorgelesen. Ich lasse es mal drin, weil ich bin mir da jetzt nicht sicher. So, und ihr erinnert mich noch. Und zwar kann man jetzt hier reingehen. Darauf bin ich auch nicht gekommen. Ja. Logbuch des Kapitäns, Eintrag 72. Mehrere Stunden sind vergangen seit unserer Bruchlandung. Auf diesem elenden Forschungsplaneten. Meine liebe Kiki ist auf die Konsole getreten und hat die Landessequenz unterbrochen. Ich wäre verärgert, aber sie war auf dieser einsamen Mission meine einzige Gefährtin. Sie hat sich als ziemlich fähige Soldatin erwiesen. Ich fühle eine Woge des Stolzes, dass ich den Elite-Militärrängen von Erde 2 gedient habe. Das macht es mir etwas leichter, etwa leichter jetzt, da meine Lebenskraft schwindet. Zu wissen, dass obwohl ich vielleicht in dieser Höllenmaschine sterbe, die Mission ohne mich abgeschlossen werden kann. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, Kiki. Viel Glück, liebes Kätzchen. Ende und aus. Miau! Moment, ist er tot? Nein! Kiki hat ein Decoder-Modul. Miau!
Oh, wir müssen hier sogar hin. Oh. Aha. Okay, das wusste ich jetzt selber nicht, dass wir hier sogar hin müssen. Moment. Ist er jetzt... Entweder er wurde irgendwie entführt. Oder... Er ist von uns gegangen. Wir hoffen natürlich fürs Erste, damit wir ihn retten können. Autsch. Aber ich mache mir da, glaube ich, keine so großen Hoffnungen. Oh, der Arme. Hm. Und was macht dann Kiki ohne Herrchen? Hm. Lass uns erstmal nachsehen, ob wir überhaupt irgendwie an das Secret hier hinkommen. Weil jetzt müssten wir eigentlich so ziemlich alles haben. Also so fast alles, kann man sagen. Autsch, 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 autsch. Ja, wegen dem Rot und alles sehe ich hier nicht alles sofort. Oh, Moment, ich kenne doch die Stelle. Genau, ich kenne diese Stelle. Ah, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Aber jetzt haben wir doch den... Yeah, den Spin Jump und kommen nun easy durch. Kiki hat ein Kassettenmodul erhalten. Du hast die Palette Nikotin freigeschaltet. Wechsel in dein Menü, um sie auszuprobieren. Das sieht schön aus. Ende und aus. Okay, und damit haben wir den Landeplatz, soweit ich weiß, zu 100% abgeschlossen. Falls hier noch irgendwas sein sollte, dann werde ich es wahrscheinlich am Ende des Let's Plays merken, wenn ich nicht das Achievement bekomme, dass wir 100% haben. Was heißt Achievement? Man sieht es ja sowieso auf dem File, sag ich mal. Also man sieht am Ende sowieso, ob man es... Geh weg. Ob man es 100% geschafft hat oder nicht. Aber ich denke mal, wir haben jetzt den Landeplatz durch. Ich glaube, man sollte ja sowieso nochmal zurückgehen. Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr. Was heißt, dass wir nun den Nexus nochmal machen können? Ja, wie gesagt, Landeplatz sind wir jetzt 100% nicht durch. Und machen als Nächstes beim Nexus weiter. Wir müssen hier auch nochmal alles erkunden. Wir könnten zwar jetzt schon zum Finale des Spiels. Aber wie gesagt, ich möchte diese Folge 100% machen. Ich glaube, man kann kurz mit dem Computer reden. Bitte das Passwort eingeben. Miau! Was steht da? Ah, wahrscheinlich Miau, oder? Miau! Korrekt! Das Passwort lautet Miau! Miau! Sesam, öffne dich! So, und hier ist nur der Eingang. Viel Glück! Du wirst es brauchen. Miau! Ja, jetzt wird uns die Roboterstimme helfen anscheinend. Interessant. So, wir haben ja jetzt immer noch so viel. Moment, Moment. Hier können wir ja jetzt noch lang. Hier gibt es ja jetzt auch noch mal was zu tun, ne? Also damit meine ich halt das, was ich letzte Folge... Genau hier, was ich hier letzte Folge versucht habe. Hier soll man anscheinend doch lang kommen. Ich weiß nicht von welcher Richtung aus. Es wirkt aber auf mich eher so, als würde das von hier aus sein. Aber das macht ja keinen Sinn. Ich weiß, dass man in diesem Spiel ein bisschen Rocket Jumpen kann. Also zumindest so eine Art Rocket Jump ist das hier. Das, was man hier mal so machen kann. Ich weiß nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das da vielleicht gar nicht mal so wichtig ist. Weil wenn ich mir auf meine Hilfsmap anschaue, auf meinem Guide, dann sehe ich, dass alles, was wir da schon bekommen könnten... Ach nein, Moment, es ist nicht alles, was wir da bekommen könnten. Eine Sache fehlt uns da noch. Ich glaube, da gab es nämlich hier oben noch irgendwas, ne? So, Moment, jetzt muss ich kurz hier nochmal durch, aber das sollte ja kein Problem werden. So, zack, 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 zack. Genau, hier ist noch ein Energy Kit. Genau, das hier haben wir, das ist diese Kassette. Aber hier gibt es noch ein Energy Kit. Ich glaube, ich splitte dieses ganze Gejage auf alle 100% auf zwei Parts auf. Das ist ja ganz viel. Wie kommen wir denn da ran? Man, doch, doch, man kommt da von rechts ran. Also, so wie ich es mir schon dachte, so ist es auch richtig. Wir müssen da irgendwie hochjumpen können. Okay, Moment. Machen wir das gleich. Weil, jetzt haben wir ja sowieso 100%ig genug Kassetten und können sowieso jetzt erstmal ein... Autsch. Ein Upgrade bekommen bei dieser einen Froschdame. War das eine Froschdame? Ich glaube, das war eine Froschdame, weil ich mich richtig erinnere. Ich weiß noch nicht, wo sie war. Ich meine, sie war hier unten. War das nicht so, dass sie hier unten ist? Doch, hier ist sie. Hatschi! Ja? Also gut, Kätzchen, sehen wir uns mal deinen Fortschritt an. Oh, du hast 7 Kassetten gefunden. Braves Kätzchen. Ja. Das sollte reichen.
Kiki hat ein Dauerfeuermodul erhalten. Halte einfach jetzt gedrückt, um mit diesem Ungetüm zu feiern. Miau! Hatschi! Also, es gibt noch eine Verbesserung, die ich vornehmen kann. Rabba's Little Helper. Komm wieder, wenn du alle 40 Kassetten gefunden hast. Viel Glück. Okay, das ist OP. Ihr könnt ihm sagen, was ihr wollt. Das finde ich OP. Ich kann einfach X gedrückt halten. Das mache ich das ganze Spiel lang. Ich bin einfach unbesiegbar. Ah, das sehe ich erst jetzt. Oben rechts, wenn ich schieße, dann wird Kiki wütend oben. Das ist ja richtig cool. Ja, diese kleinen Details, die habe ich nie gesehen, weil ich immer auf das Innere hier achte im Gameplay und nie auf das Äußere. Lull. So, aber hier oben gibt es ja auch noch was. Ich wette, hier oben gibt es ein schönes Etwas, was wir haben möchten. Kiki, geh da mal hoch. Da kann man nicht mit dem Mac hoch. Habe ich herausgefunden. Verdammt. Oh nein, ich habe es vergeigt. Ich hab's vergeigt. Mhm. Moment, habe ich jetzt mein Autofeuer nicht mehr? Ach, das speichert dann genau hier. Okay, dankeschön. Ja, ich hab's vergeigt. Ich hätte mich da nicht, ich hätte da nicht runterfallen dürfen. So, machen wir's nochmal. Ja, ich glaube, das splitte ich hier in zwei Folgen auf. Oh Gott, gibt es sehr viel zu tun. Boah, nein, nein, nein! Jetzt aber. Ja, ja, yes. Okay, gut. Oh, oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Bam, 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 bam. Hier hätten wir übrigens schon vorher hingekönnt. Beziehungsweise nein, können wir nicht. Erst jetzt ein 9 können wir hier hin. So ist es. Okay. Nein, nein, nein. Wow. Okay. Gott, was ist denn das da unten? Ist das einfach eine Textur oder ist da irgendwas? Oh, auf jeden Fall wie eine Kassette. Du hast die Palette Sumpf-Matcha reingeschaltet. Wechsle in dein Mini, um sie auszuprobieren. Ende und aus. Yay! Hier war noch eine. Warte, ist hier oben was? So eine Leiter. Kannst du die Leiter hoch? Wow. Wo sind wir denn jetzt? Irgendein. Hey, 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 nicht runter. Irgendein Geheimnis hier. Geheimer Ort. Okay. Alles Gute, Anna. Miau. Was? Wie bitte? Da hinten ist ein Gegner. Ist alles Gute, Anna? Okay, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Okay, ich vermute mal, das hier ist irgendwie ein Bonusraum oder so? Sehr verwirrend. Gehen wir wieder runter. Kiki hat sich ein bisschen wehgetan. Passiert. Ja. Das kriegt aber Kiki easy wieder hin. Okay. Hier ist also ein Secret. Wahrscheinlich hat das was mit der Story zu tun des Spiels. Die wir noch ein bisschen entschlüsseln müssten. So, hier ganz rechts. Wo ich die ganze Zeit hätte hinkönnen, soweit ich weiß. Hier rechts. Einfach weiter rechts und rechts und rechts. Ich glaube nämlich, dass es hier von Anfang an ein Upgrade gegeben hätte, was ich mir die ganze Zeit hätte holen können, oder? Ist das so? Oh, Bosskampf. Bam. Ja, kein Problem hier. Bam. 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 Ja, die beiden sind schon mal kaputt. Autsch. Das stört uns wenig. Machen jetzt hier Bam und Bam Bam. Und dann Bam Bam Bam. Tot. Ja, genau so war's. Ein Energy Kit. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Aber wir müssen jetzt so ziemlich alle haben. Zumindest fast alle, könnte man sagen. So. Lass mal sehen. Nein. Wow. Die irgendwo runtergefallen. Ups. Autsch! Oh Gott, Amikiki. Lass mal sehen. Ich muss auf meiner Karte im Hintergrund schauen. Ich versuche nicht rauszuklicken. Weil ich habe mein Spiel nicht im Fullscreen. Damit ich die Karte noch sehen kann. Wow. Wir müssten. Wie kommen wir da rüber? Da muss man irgendwie rüberkommen. Ich weiß aber nicht wie. Ach ja!
hier soll es noch was geben. Wusste ich ja schon die ganze Zeit lang, dass es hier was gibt. Haben wir ja schon gesehen, als wir das erste Mal runtergefallen sind. Hier gibt es noch irgendwas. Und ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es hier irgendwas, wenn wir hier hochklettern. Kann man hier hochklettern? Man kann da nicht in der Luft hier... Hier oben ist... Nicht nur hier oben ist was, sondern hier oben, glaube ich, auch. Man kann Rocket Jump in dem Spiel, aber ich weiß nicht, wie das geht. Nein, das funktioniert nicht. Okay, das wird hier sehr kompliziert. Ich weiß nämlich nicht, wie wir hier vorbeikommen an allem. Ja, ich glaube, die nächsten Folgen werden wir ganz viel Backtracking betreiben. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Dafür haben wir in den letzten paar Folgen so gesehen alles im Spiel gemacht, was man machen kann, gefühlt. Doch, da kommt man hoch. Das sagte ich mir schon letzte Folge. Ich weiß, ob ich es reingeschnitten habe, aber ich habe das letzte Folge auch schon probiert, da hochzukommen. Weil ich stellte ja vieles langweilige raus, aber jetzt kann ich ja eigentlich so ziemlich alles drin lassen. Ja, ich habe es irgendwie geschafft. Irgendwie durch Raketenspam. Yes. Du hast die Palette Urin freigeschaltet. Wechsel dein Menü, um sie auszuprobieren. Ende und aus. Okay, cool. Gott, nehmen wir mal eine neue Palette, Nikotin, für den Rest der Folge. Ja, wir können ja jede Folge dann eine 2 nehmen. Jetzt ist Backtracking. So, das haben wir. Schön und gut. Aber hier ist auch noch was. Hier ist auch noch was. Auf jeden Fall. Ich weiß halt jetzt nicht, wie viele Kassetten wir schon haben. Hier ist auf jeden Fall was. Hier muss was sein. Wie kommt man nur da hoch? Oh, Moment. Idee. Vielleicht hier hoch, oder? Nein? Ist das da oben nur Deko? Doch, hier ist was. Hier kommt man hoch. Doch, man kann Rocket jumpen. Moment. Ich mach's nicht richtig. Doch, da gibt's was. Da kann man hoch. Ich dachte mir, hier kann man irgendwo hoch. Nein. Verdammt. Jetzt bin ich hier hoch. Komm. Yes. Ja, hier kommt man hoch, wenn man Rocket jumpen kann. Aber ihr seht, man kann hier hoch. Ich dachte die ganze Zeit, man geht durch die Mitte nach oben. Aber nein, hier ist es. Was ist in dem Wasser? Nichts. Soll nur zeigen, dass hier was ist. Okay. Und mir wahrscheinlich Schaden geben, wenn ich es hier nicht hochschaffe. Nein, Moment. Ich glaube, ich kann nicht nur mit Kiki hoch. Oder? Ich glaube schon. Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Nein. Jetzt ehrlich. Oh, crap. Das war ein Gegner. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, weiß ich nicht, Deko halt. Was weiß ich? Okay, ich muss da aufpassen. Das hier ist sehr schwierig anscheinend. Weil das Ding lebt. Okay, ich muss wahrscheinlich ganz schnell einfach durch. Geht gar nicht. Ich komme da nicht durch. Der steht da perfekt im Weg. Sag mir nicht, ich muss da mit dem Mac hoch. Also das ist krank. Das schafft man doch niemals mit dem Mac da hoch. Ich kann doch nicht fliegen. Ich habe doch keine Flügelspiel. Okay, ich verstehe. Sie soll mal ein Damage bekommen, falls man den Rocket Jump nicht schafft. Alter, da kommt man da hoch? Maybe, aber da muss ja krank gut darin sein, zu Rocket Jumpen. Heilige Scheiße. Doch, da kommt man hoch. Wow. Nein, ich habe aber keine Raketen. Das reicht nicht. Ich habe nicht genug Raketen, um da hochzukommen.
Das steht aber perfekt im Weg, ist das Problem. Der steht da perfekt im Weg. Obwohl, vielleicht kann ich von da ganz leicht drüber springen. Oh Gott. Will ich das jetzt noch weiterhin ausprobieren? Irgendwie nicht. Irgendwie sieht mir das sehr schwer aus. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich verschwende gerade, glaube ich, einfach nur Lebenszeit. Ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen Rocket Jumpen üben. Man kommt da sehr sicher hoch, aber... Dann habe ich halt nicht genug. Na, lass es einfach. Ich würde sagen, wir versuchen eher herauszufinden, wie wir da links hinkommen. Oh! Moment! Oh, ich hab's geschafft! Wow, das war echt schwer! Und ihr müsst bedenken, die kann man schon von Anfang an bilden, sobald man den Double Jump mit den Raketen hat. Also so ziemlich Mitte des Spiels, Anfang, whatever. Also ich hätte ja schon früher hingekommen. Aber das, darauf muss er erstmal kommen. Ein Energy Kill erhalten und somit müssten wir jetzt alles... Ja, okay, wir haben jetzt alles in der Ebene, nur diesen einen Ort da nicht. Ich guck mal, ob ich den vielleicht ein andermal mache, weil jetzt... Oh Gott. Jetzt bin ich erstmal so wirklich froh, dass ich überhaupt diese Stelle hier, diese Passage hier endlich geschafft habe. Cool. Ja, ich glaube, das bitte ich hier in weitere Teile auf. Das heißt, dass ich jetzt wahrscheinlich hier die Folge schon beenden werde. Ansonsten sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich werde nur jetzt die Palette jedes Mal ändern, wenn wir in einen anderen Ort kommen.